Unser heutiger Interviewgast ist niemand anders als Donna Schuller. Donna braucht natürlich keine Vorstellung. Sie und mein Vater haben mehrere Jahre für diese Gemeinde gearbeitet und sind mit dafür verantwortlich, wer wir heute als Gemeinde sind. Donna und mein Vater tun auch heute noch einige erstaunliche Dinge für den Herrn. Ich hatte den Eindruck, dass wir hören sollten, was sie aktuell tun, insbesondere was Donna und ihr neues Buch angeht. Ich dachte, dass es so toll wäre, Hannah auch hier zu haben. Wir sind schließlich eine Familie und ich weiß, dass Hannah bestimmt bessere Fragen stellen wird als die, die ich mir ausgedacht habe. Lassen Sie uns Donna Schuller willkommen heißen. Wir freuen uns sehr und wir werden auch über Donnas Buch sprechen. Es heißt Healthy Family, Happy Life, also gesunde Familie, glückliches Leben. Sie ist seit 30 Jahren meine Stiefmutter und ich erinnere mich kaum daran, dass sie es einmal nicht war. Aber bevor wir dazu kommen, lassen Sie uns eine Sache ansprechen. Ich glaube, die große Frage, die sich viele Leute stellen, ist, was ihr beide gemacht habt nach den Herausforderungen mit der Crystal Cathedral. Ja, das war nicht einfach, nicht wahr? Ich bin froh, dass das alles so gut geklärt werden konnte. Es ist wunderschön, diese Gemeinde zu sehen. Viele von Ihnen sind schon seit vielen Jahren dabei. Viele von Ihnen sind aber auch neu und haben keine Ahnung, wer ich bin. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, es ist viel passiert. Zuerst denke ich, ist es wichtig zu sagen, dass das, was mein Mann und ich durchmachen mussten, nicht einfach war. Es ist noch immer nicht einfach. Es war oft schmerzhaft. Aber wissen Sie was? Es gibt nun einmal viele schmerzhafte Dinge im Leben. Punkt. Das habe ich schon früh gelernt, als ich mit 13 meinen Vater verloren habe. Ich habe schon früh gelernt, dass Gott ihnen manchmal wirklich mehr zutraut, als sie bewältigen können. Aber niemals mehr, als er bewältigen kann. Das Wichtigste bei allem, was sie im Leben durchmachen, ist, dass sie durch Jesus immer auf Gott gegründet und ausgerichtet bleiben und auf seinen Willen für ihr Leben. Ja, das ist so wichtig. Ganz genau. Weißt du, ich weiß nicht, was dein Vater und ich ohne unseren Glauben gemacht hätten. Wir haben in diesen 30 Jahren Ehe Gutes und Schlechtes erlebt. Ich habe dich und deine Schwester sozusagen geerbt und durfte helfen, euch aufzuziehen. Das allein muss schon die Hölle gewesen sein. Oh ja. Ich meine, wie übersteht man sowas? Keine Ahnung. Nein, du warst ganz brav. Du warst das einfachste Kind unserer vier Kinder. Oh, gut zu wissen. Wie auch immer, da war also Bobby. Ja, mach ruhig weiter. Das warst du wirklich. Du warst toll. Völlig problemlos. Ich weiß nicht, wer jetzt ist, aber war ganz toll. Du warst ein toller junger Mann und das bist du immer noch. Ein toller junger Mann und ich habe viel Respekt vor dir und Hannah, vor euch beiden. Was ihr hier tut, ist einfach großartig. Ich liebe es, über Gesundheit zu reden, denn deinem Vater und mir ist Gesundheit als Teil unseres Dienstes schon wichtig gewesen, lange bevor es modern war, das als Pastor einer Gemeinde zu beachten. Definitiv. Ich finde, das ist auch wichtig zu sagen. Doch eine schmerzhafte Erfahrung, die wir anfangs machen mussten, als wir unseren Dienst vor 25 Jahren in Rancho Capistrano begannen. Zu dieser Zeit sagten die Leute meinem Mann, reden Sie nicht in der Kirche darüber, das ist Ketzerei. Lassen Sie Gott hier und den Körper und den Verstand dort drüben. Wir dürfen hier nur über geistliche Dinge sprechen. Gott sei Dank ist das nun nicht mehr der Fall. Viele Kirchen nehmen dieses ganzheitliche Modell an, worüber wir schon seit 30 Jahren reden. Das ganzheitliche Gesundheitsmodell, also Körper, Verstand und Seele. Das stimmt. Ich weiß noch, als Dad diese Radiosendung hatte. Wir waren dort und haben gewartet. Ich weiß, es war sehr viel Arbeit, aber ich merkte, dass er sich dadurch weiterbildete. Die Gesundheit war dir schon damals wichtig, glaube ich, und das hat ihn wohl noch mehr angestachelt. Es war interessant zu beobachten, wie ihr beide euch verändert habt. Was ich so interessant finde, ist, dass viele heutige Theologen über das echte biblische Modell schreiben. Es war im ersten Jahrhundert und auch im Judentum so, dass der Körper und die Seele zusammengehören. Wenn sie gut zu ihrem Körper sind, dann wird ihr Körper auch gut für sie sein. Dieses ganze Thema, also wie wichtig die Heiligkeit des Körpers ist, dass man ihn wie einen Tempel behandeln soll, das alles sieht man überall in der Bibel. Das war euch beiden immer wichtig. Eine Frage stellen die Leute euch immer, wenn ihr über Gesundheit spricht. Sie wollen euch in diese Schublade stecken, dass Gesundheit nur Fitness und Ernährung bedeutet. Aber das ist nicht alles, oder? Ganz genau. Ich glaube, ich habe dir das gestern Abend erzählt. Wenn ich wegen meines Buches interviewt werde, dann sagt der Radiomoderator oder wer auch immer mich interviewt meistens,
Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich normalerweise sehr gesund lebe. Ich habe mich gerade wieder im Fitnessstudio angemeldet. Oder, tut mir leid, gestern war ich mal wieder Fastfood essen und ich denke mir dabei, stopp, Moment mal, darum geht es doch gar nicht. Gesundheit fängt mit geistlicher Gesundheit an, emotionaler Gesundheit. Und dann geht es weiter mit der Gesundheit des Körpers. Es geht um das ganze Spektrum. Gott hat uns als Körper, Geist und Seele erschaffen. Er hat nicht Bobby, den Körper und Hannah, die Seele erschaffen. Jeder von uns hier besteht aus Körper, Geist und Seele. So gut wir können, sollten wir versuchen, diese Balance zu halten. Das ist nicht leicht. Normalerweise ist man manchmal einfach körperlich besser drauf, emotional nicht so gut, aber dafür geistlich hervorragend. All das ändert sich während ihres ganzen Lebens wie ein Kreislauf. Aber das Ziel ist es, zu versuchen, auf allen drei Ebenen ihres Seins so gesund wie möglich zu sein und daran zu arbeiten. Das ist auch die Antwort auf deine Frage, was denn Dad und ich gerade machen. Wir machen gerade sehr viel. Wir haben noch immer diesen Dienst mit Gesundheitsfokus und sind weltweit aktiv. Der Dienst nennt sich Robert Schuller Ministries. Unsere Internetseite ist robertschullerministries.org und wir reisen um die Welt. Wie du weißt, predigt dein Vater noch immer. Ich weiß nicht genau, ob er kürzlich hier in Kalifornien gesprochen hat, aber landesweit und auch international auf jeden Fall. Dein Vater spricht also immer noch weltweit. Er predigt in Kirchen. Wir reisen mit der Global Peace Foundation und sind die christlichen Repräsentanten in dieser Organisation und treten für Frieden auf der ganzen Welt ein, auch an einigen Krisenherden. Wir reisen an einige Orte, zu denen viele von Ihnen vermutlich nicht reisen wollen würden. Aber wir haben den Eindruck, dass das ein Teil unserer Berufung ist. Noch einmal, es geht um Gesundheit als ganzer Mensch. In sich selbst friedfertig zu sein, ist sehr wichtig, wenn Sie auch Frieden außerhalb von sich selbst erhoffen. Ich könnte etwas zu jedem der drei Bereiche, also so körperlich, emotional und geistlich sagen, aber ich denke, ich nehme den wichtigsten von allen. Das Wichtigste, was du für deine Familie tun kannst und schon tust, ist, ihnen von der Liebe Jesu Christi zu erzählen. Gott sagt, dass wir ihn lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Liebe auch dich selbst. Die letzten drei Kapitel meines Buches handeln nur davon. Liebe Gott, liebe andere, liebe dich selbst. Alles dreht sich um Gnade. Das ist das Wichtigste, was du deinen Kindern in Bezug auf Gesundheit beibringen kannst. Alles hängt von der emotionalen und geistlichen Gesundheit ab. Ein gutes Vorbild zu sein, ist wichtig. Kinder werden manchmal machen, was du ihnen sagst, aber sie werden immer tun, was du auch tust. Ein Vorbild für die Liebe Jesu zu sein, was ihr schon macht, ist das Allerwichtigste. Das ist vermutlich der praktischste Ratschlag. Deine Kinder hören, was du sagst. Sie hören auch, was du hinter verschlossenen Türen sagst. Wenn du sanft zu anderen Menschen sprichst, werden sie auch sanft zu anderen Menschen sprechen. Begegne allen Menschen mit Liebe. Das ist, glaube ich, eines der besten Dinge, die dein Vater und ich in unserer Erziehung getan haben. Wir haben sie vielen Kulturen ausgesetzt, viele Religionen, vielen Bekenntnissen, viele Farben und wir haben ihnen beigebracht, jeden zu lieben. All das geht auf die Liebe Jesu zurück und seine Botschaft. Aus dieser Haltung heraus kannst du deine Kinder dann gesunde Ernährung lehren und ihren Körper wertzuschätzen. Sie müssen genügend Bewegung bekommen, damit sie nicht als Stubenhocker den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, wie so viele Kinder heutzutage. Aber es beginnt mit geistlicher Gesundheit. Und das kann ich gar nicht genug betonen. Ich bin sicher, ihr werdet mir dazu stimmen. Donna, wir lieben dich. Können wir ihr noch einen Applaus geben und ihr danken, dass sie hier ist? Danke, ich liebe euch auch.